Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar wurde ich von SponsorKid, das ist eine Seite für YouTuber, gefragt, ob ich denn gerne bei den Secret Valentines mitmachen würde. Habe ich natürlich gleich ja gesagt und ich erkläre euch jetzt kurz, was das ist. Das ist nämlich eigentlich auch nicht kompliziert. Und zwar war die Idee dahinter, dass ich heimlich einer anderen YouTuberin ein Geschenk mache. Beziehungsweise natürlich nicht heimlich, schließlich hat sie sich angemeldet. Aber sie weiß eben nicht von wem oder er weiß nicht von wem. Und so ist es auch bei mir. Ich bekomme auch ein Geschenk von jemandem, wo ich nicht weiß, wer es ist. Genau. Und ich habe jetzt mein Paket bekommen. Es kommt aus Prag. Also es kam wirklich heute an. Heute haben wir Samstag und ich möchte es morgen hochladen. Das ist das Paket. Ist schon mal richtig süß gemacht mit dem Schleifchen und so. Bin sehr gespannt, was drin ist. Und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. In the dark we stand apart. We never see that the things we need. Dann machen wir das schöne Stück mal auf. Ich bin ja mega gespannt, von wem ich diese Überraschung bekommen habe. Ich hoffe, es steht drin und der YouTube-Kanal auch. Und ich denke aber, SponsorKid wird uns auf jeden Fall sagen, von wem diese Sachen sind. Und deswegen werde ich es auf jeden Fall auch in der Infobox verlinken. Oh. Also, es ist alles wirklich schön eingepackt. Ich hoffe, ihr kennt es ein bisschen. Richtig liebevoll zusammengepackt. Das ist zum Beispiel was, was ich nicht gemacht habe. Ich habe es einfach reingelegt und habe eine Karte in eine selbstgemachte dazu getan. Also Stella, falls du das hier siehst, ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen, auch wenn ich es jetzt nicht so schön eingepackt habe. Genau, und dann schauen wir jetzt mal. Eine nette Karte ist dabei. Die lese ich jetzt mal kurz. Soll ich es vorlesen? Ich lese mal vor. Liebe Jutta, ich hoffe, es geht dir gut. Ich heiße Anna, komme aus Georgien und schicke dir das Paket aus Prag und hoffe, du hast Spaß an dem Inhalt. Ich ziehe am Samstag nach Hamburg, um mein Kunststudium fortzusetzen. Entschuldige mich, ich kann überhaupt nicht verpacken. Was? Das sieht doch hübsch aus. Eins der Nagellacke, finde ich, hat sehr schön zu deinem Lippenstift gepasst, das du in einem deiner letzten Videos trägst. Lotion aus England, die Lippenprodukte aus USA, Bonbons aus Italien und so weiter. Sehr international also. Liebe Grüße und viel Spaß. Okay, da steht jetzt leider nicht drauf, von welchem Kanal sie ist, aber sie heißt Anna und hört sich schon mal interessant an. Okay, also ich finde sie jetzt wirklich sehr schön eingepackt, muss ich sagen. Und generell, dass sie sich da so Mühe gibt. Und das hier ist eine Tube, also ich denke mal, das könnte eine Lotion sein, die da drauf stand. Schauen wir mal nach. Body Lotion und zwar Kokosnuss und Limette. Oh, es hört sich auf jeden Fall sehr interessant an und auch sehr sommerlich. Oh, das riecht richtig gut. Wow. Das ist sogar wirklich gut, denn ich habe, was vorgestern, zu Patty gesagt, ich brauche unbedingt wieder eine Creme, weil meine Haut zurzeit so extrem trocken ist, gerade durch den Winter. Und ja, passt perfekt. Vielen Dank dafür, Anna. Das nächste ist, das hier ist ein bisschen flacher. Ich kann jetzt echt nicht erahnen, was es ist. Schauen wir einfach mal rein. Oh, gleich zwei Sachen. Und zwar ein Lipgloss und zwar ein ziemlich naturelles. Ich liebe ja Lippenstifte, egal in welcher Farbe, deswegen konnte man da überhaupt nichts falsch machen. Wirklich toll, freue ich mich mega drüber. Ich liebe dekorative Kosmetik einfach. Und das zweite ist ein Sheer Lip Tint Conditioner. Okay, sowas habe ich noch überhaupt nicht. Das hört sich auch sehr interessant an. Bin ich mal mega gespannt drauf. So, und dann haben wir hier was Viereckiges. Vielleicht auch eine Creme oder so. Mal schauen. Oh. Von Essence Like a New Love. Oh, ein Eau de Toilette. Oh, ein Parfüm. Ich sammle ja Parfüm total. Ich liebe ja Parfums. Parfüms, wie man es nennen möchte. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie das riecht. Ich mache das mal kurz auf und probiere es euch zu beschreiben. Ich bin aber immer nicht so gut drin. Aber natürlich auch mit Essence macht man bei mir nie was falsch. Oh. Mmh. Oh, das riecht richtig, richtig lecker. Frisch auf jeden Fall. Oh Gott, ich kann gar nicht beschreiben, nach was. Was soll denn das sein? Steht auch nichts drauf. Also ich finde, es riecht sehr blumig und es hat auch eine mega süße Verpackung mit dem Herzchen da drauf und es heißt Like a New Love. Sehr schön, sehr süß.
und ein richtig toller Duft. Dann haben wir noch mal was Viereckiges, aber wie man gemerkt hat, ist das nicht immer ausschlaggebend. Und ich bin wirklich beeindruckt, wie viel das ist. Also, danke. Oh, so Dinger, die man anzündet und dann duftet. Oh, das riecht voll gut. Ich glaube, das soll nach Fresh Linen, ja, frisch gewaschene Wäsche riechen. Oh, das riecht richtig gut. Also mache ich morgen gleich mal eins an oder heute Abend noch, schauen wir mal. Mega. Auch danke dafür, wirklich. Also da ist jetzt wirklich alles dabei. Da ist sogar noch ein kleiner Zettel drauf. Das ist jetzt nicht eingepackt, aber es ist ja schon gut eingepackt. Und den lese ich auch mal vor. Mit dem Pinsel von Lenka Kosmetik habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Und da ich weiß, dass du viele hast und sie gerne benutzt, dachte ich, ich schicke dir einen. Oh, wie lieb. Also sie hat sich wirklich Gedanken gemacht und auch ein bisschen meine Videos angeschaut. Und ja, Pinsel kann man wirklich nicht genug haben. Das stimmt wirklich. Und ja, oh, das freut mich richtig. Von Lenka Kosmetik habe ich auch noch keinen. Ich habe aber auch schon sehr oft davon gehört. Was ist denn das für einer? Schauen wir mal. Vielleicht so zum Konturieren ist der auf jeden Fall dann mega cool, weil ich habe bis jetzt nur so einen Pinsel in der Form für Rouge und ja, dann wäre das natürlich sehr praktisch, wenn ich dafür jetzt auch endlich so einen hätte, weil sonst habe ich den immer so ausgepinselt und einen anderen genommen. Jetzt kann ich mir das vielleicht sparen. Also da erkenne ich schon einen Nagellack und jetzt bin ich mal gespannt, was für eine Farbe, denn die sieht man jetzt noch nicht. Oh, oh, von LCN. Oh, ein richtig schönes Metallic-Rot. Wow, sehr schön. Das ist bestimmt der, der zu meinen Lippen passt, weil ich ja immer so glänzend rote Lippen habe zurzeit. Oh, und ein goldener. Ach, wie schön ist der denn? Wow, von Catrice. Die Catrice-Nagellacks sind natürlich mega cool. Da habe ich auch ganz viel davon und ich bin echt total überzeugt von denen, weil die auch nicht so schnell abblättern und so, wie ich finde. Und das ist ein richtig, richtig schönes, auch metalliges Gold-Bronze-Mittelding. Richtig cool. Ich liebe es ja, meine Nägel zweifarbig zu lackieren. Und das würde jetzt mit den zwei zum Beispiel auch gehen, dass ich einfach da den Ringfinger anders mache. Ich habe den gern anders als die anderen. Gerade habe ich gar nichts. Ja, wow. Mega cool. Oh, noch eine kleine Probe von Astor Perfect Stay Foundation. Sehr interessant. Ich habe ja vor ein paar Wochen in irgendeinem Video mal gesagt, dass ich unbedingt eine deckende Foundation will, suche, brauche, weil ich halt schon ziemlich blöde Haut habe. Vielleicht ist es ja was für mich, dann kann ich es mal ausprobieren. Ja. Und ein kleines Blush. BM Beauty Mineral Blush. Peachy Glow. Okay. Ja, ich trage gar nicht so viel Blush. Heute habe ich übrigens mal ein bisschen was drauf. Ich habe es mal wieder ausprobiert. Ich habe mich mal wieder getraut. Und peachig passt aber, glaube ich, auch viel besser zu meinem Ton. Und sehr cool, kann ich es mal ausprobieren, weil ich mich das einfach so nicht traue. Und dann waren noch leckere Zitronenbonbons drin. Da habe ich auch schon ein oder zwei probiert. Ich gebe es zu und Finn hat auch mal probiert. Und wollte ich gar nicht mehr hergeben übrigens. Und ja, also ich gebe es zu. Ich habe schon reingespickelt und ich habe es dann aber doch gelassen, weil ich dachte, es ist so schön eingepackt, das möchte ich doch dann lieber mit euch teilen, dass ihr wirklich meine Live-Reaktion seht. Und ja, liebe Anna, vielen, vielen Dank für diese tollen Sachen, wirklich. Also es sind echt einige Schätzchen dabei. Du hast meinen Geschmack zu 100% getroffen. Ich hoffe, du hast auch was Tolles bekommen. Und vielen Dank dafür. Mein Secret Valentine war übrigens die Stella vom Kanal Stella Bavü. Sie ist auch eine YouTube-Mami. Und ich werde ihren Kanal auf jeden Fall auch unten in die Infobox verlinken. Genauso wie den von der lieben Anna, denn ich weiß jetzt ihren Namen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei beiden mal vorbeischaut. Und ich bin auch ganz gespannt auf die Reaktion von der lieben Stella, wie sie denn meine Geschenke so fand und ob ich ihren Geschmack getroffen habe. Und ja. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ihr dürft mich auch sehr gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und dann bis bald mal. Ciao.